es war ja so, das ist ja nach außen geäußert worden, dass ich halt beruflich sehr eingespannt bin, sehr wenig da war, also viel weniger, als ich mir das gewünscht habe. Da war ich auch der ausschlaggebende Punkt. Der Verein ist mir schon sehr entgegengekommen. Aber wenn der Cheftrainer nicht da ist, egal in welcher Klasse, ist das immer suboptimal. Und das hat mich so ein bisschen aufgefressen. Das war für mich vielleicht sogar schlimmer als für den Verein, weil ich Fußball lebe und liebe und bin auch meiner Aufgabe nicht gerecht geworden. Und das hat mich nicht ausgefüllt. Und deswegen hat es, glaube ich, für beide nur Vorteile. Ich bin recht gut vernetzt in Köln, ich kenne ein paar Leute, wir haben ein paar Dinge anzupacken, es steht ein großes Projekt an, wir brauchen hier und da mal neue Spieler. Ich kenne ein paar Jungs, die ganz gut kicken können und wir haben jetzt mit dem Wolfgang auch einen Trainer, der da Gas gibt und der passt zum Verein. Die Freude ist riesig. Ich denke, DSK ist ein Verein mit Riesenpotenzial, was ich versuche mit meiner Art und Weise vielleicht ein Stück weit voranzutreiben. Meinen Stempel in gewisser Art und Weise aufzusetzen. Und mich freut natürlich die Zusammenarbeit mit dem Lars Lese und mit dem Ertugol. A, finde ich es sehr wichtig und auch spannend, was der DSK an Sportarten anbietet, dass man versucht, hier die Jugendlichen auch von der Straße zu holen, weil ich denke, das ist ein ganz wichtiger sozialer Aspekt. Und Fußball wird hier auch groß geschrieben. Die erste Mannschaft ist das Aushängeschild und das ist das Wichtigste. Vor allen Dingen, hier wird seriös gearbeitet und auch in Etappen. Ne? Also man hat jetzt, oder ich habe jetzt zumindest für die Rückrunde keinen Druck, irgendwelche Ziele zu erreichen. Ich kann die Mannschaft kennenlernen und das war sehr wichtig für mich. Also primär kennt er die Klasse, das ist schon mal sehr, sehr wichtig. Er weiß, wie Aufstieg geht, weil wir das irgendwann mal vorhaben. Ich mache jetzt direkt mal richtig Druck auf den neuen Trainer. Also dieses Jahr nicht mehr, dafür habe ich schon zu viel Scheiße als Trainer gemacht. Wir sind so weit hinten dran, also dieses Jahr ist die Messlatte noch relativ weit unten. Aber wir haben natürlich irgendwann mal vor, einen Sprung zu machen, uns zumindest oben zu etablieren, dann gucken, was geht. Und er kennt die Klasse, er weiß, wie es geht. Er hat auch, den Schuh muss ich mir auch ankreiden, in der Klasse mehr Erfahrung als ich zum Beispiel. Das heißt, dass er, wir haben uns ja auch ausgetauscht, wie geht das an, nehmen wir mal Thema Trainingsbeteiligung etc. Da hat er dann sicherlich ein paar Kniffe mehr drauf als ich. Und so können wir dann vielleicht hier und da ein bisschen gegenseitig lernen. Und deswegen freue ich mich total auf die Zusammenarbeit. Wir kommen gut aus und deswegen war es auch gar nicht schwer, sich dann dafür zu entscheiden. Als Trainer, als auch als Spieler ist mein Ziel natürlich, jedes Spiel zu gewinnen. Ne? So erfolgreich wie möglich zu sein. Jetzt werden wir uns erstmal kennenlernen, vielleicht die Spieler ein bisschen ausprobieren auf unterschiedlichen Positionen, wo sie dann aus meiner Sicht und aus der Sicht der sportlichen Leitung vielleicht am besten aufgehoben sind. Und dann guckt man, wie man sich vielleicht in einzelnen Mannschaftsteilen im Sommer verstärkt. Und dann kann man mal versuchen, das obere Tabellendrittel anzugreifen. Für die Rückrunde, klar, möchte ich natürlich mehr Punkte als der Lars holen, vielleicht einen Tabellenplatz verbessern, aber das ohne jeglichen Druck.